Ja, die Tour mit Attraction Katamarans geht vormittags um 9 Uhr im Hafen von Palma los, dauert etwas über 5 Stunden und bietet jede Menge Sonne, eine wunderschöne Aussicht und viel Spaß auf dem Deck und natürlich im Wasser. Und nur mal so nebenbei, es hat schon was ganz Eigenes, auf einem Schiff mit 2 Rümpfen und einem riesigen Tragdeck zu stehen. Da macht schon allein das Betreten des Bootes Spaß. Ja, und als dann alle an Bord waren, ging es weiter über Can Pastia in Richtung Südosten an der Küste entlang. Der Captain des Bootes, Luis, hat die Route genau im Kopf. Er steuert den Katamaran mehrmals die Woche. Von Palma aus fahren wir an der Steilküste entlang bis zur sogenannten Cala Bella. Das ist ein Naturschutzgebiet mit kristallklarem Wasser. Hier gibt es auch immer viele Fische zu entdecken, also super zum Schnorcheln. Vom Deck aus haben wir auch schon des Öfteren Delfine gesehen, die dann neben dem Katamaran mitschwimmen. Während des zweiten Halts im Naturschutzgebiet Cala Bella, der ungefähr eine Stunde dauert, gibt es auch ein Buffet und Getränke. Wer eine Schwimmpause einlegen will, kann also an Deck zum Beispiel Paella essen oder aber einfach nur das paradiesische Panorama genießen. Also wenn Sie jetzt auch Lust auf einen tollen Tag auf dem Mittelmeer bekommen haben. Für Erwachsene kostet die Fahrt inklusive Brunch 49 Euro. Kinder zahlen 25 Euro. Es gibt übrigens auch eine Party-Katamaran-Tour. Die beginnt nachmittags und geht bis in den Abend hinein. Mehr Infos gibt es auf www.attractionkatamarans.com.